Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Amoritz Battle Crew World War One. Ein Spiel, das ziemlich stark an Bomber Crew erinnert und das Ganze aber nur in einem Panzer stattfindet. Sehr gute Idee. Kommt in Early Access jetzt bald und na gut, hier ist es angespielt. Ihr werdet sehen. Die Garage ist schon mal sehr cool. Ich habe das Tutorial gespielt. Verschiedene Panzer, die wir auswählen können. Das, warte mal, sind die irgendwie, haben die auch andere... Ach, die haben andere Bewaffnung. Guck mal. Weibliche hat nur MGs. Restlos, oder? Wahrscheinlich hat es auch bessere, es gibt ja so ein Ding mit Lenkung, Nebelwerfer, bla bla bla. Schöne kleine Artillerie, Rauch, Signalbereich, bla bla bla. Und das hier ist der Komposit. Wahrscheinlich hat er eine bessere Panzerung. Und wir können noch einen dazu machen. Komposit, weibliche. Aber wo ist der Unterschied? Können die kaputt gehen und dann können wir mehr reinsetzen? Das habe ich noch nicht verstanden. Stornieren. Wir nehmen jetzt einfach ihn hier. Man kann auch hier bei Technik noch ein paar freispielen oder Skillen und Waffen hier mal. Warte mal, hier Bewaffnung hinzufügen. Man sagt hier Kanone. Und dann könnt ihr euch aussehen, was da hin soll. Sehr coole Idee. Man hat die 6 Leute, die man hat, die man hier befehligen muss. Es gibt Munitionskisten und so. Barack Obama, die rekrutiert, sehr cool. Man kann die Panzerung ändern. Und die Bemalung. Aber wir nehmen die Standardbemalung, die ist cool. Ja. Also, ihr werdet sehen. Auf für die Schlacht. Wir machen erstmal eine benutzerdefinierte Schlacht. Wir spielen erstmal auf einfach, weil es ist wirklich schwer. Spielen Nachmittag, Sekundärziel zufällig. Zerstöre Artillerie SPG, zerstöre Field Gun, Bodenangriff. Zerstöre Plane, Bodenangriff. Oh. Zerstöre Bodenangriff. Okay, das klingt doch. Hammelsdorf. Was haben wir denn noch? Railway. Oh, das sieht doch schön flach aus. Hier nehmen wir mal das. Und los, ich habe schon mal gespielt. Ehrlich zu sein, weil ich musste gucken, wie es funktioniert. Das war schon ein bisschen tricky. Da sind wir. Jetzt kommt erstmal die Schlachtfeldeinleitung. Ach, schön. Bam. Kommandant, die Infanterie startet einen Angriff auf Punkt A und B in 15 Minuten. Von ihrer Operation aus machen sie den Weg für die Infanterie frei. Also wir haben 15 Minuten Zeit, das Schlachtfeld ein bisschen aufzuräumen, damit die Infanterie besser vorrücken kann. Und, sollen wir hier... Enemy Support inbound, keep your eyes peeled to the sky. Flugzeug, scheiße. Ach so, Bodenangriff-Flugzeuge vielleicht, scheiße. Destroy these anti-tank mines. Da, okay. Enter. Wir machen das schon. So, pass auf, jetzt haben wir hier... So, wir müssen mal gerade gucken, was die für Fähigkeiten haben. Oh, normalerweise sehe ich das doch. Egal, dann gehen wir mal hier dran, hier dran. Hier dran. Hier dran. Ans MG. Dann Aldemar, der erste Fahrer ist der beste natürlich. Mit X kann man hier auf und zu machen. Oh Gott, was höre ich denn jetzt schon? Flugzeuge? Alter, da kommt der Mannschaft von Richthofen. So, okay. Die können wir schneller fahren. Dann haben die ihre Fähigkeiten. Man kann sagen, auf was sie alles schießen sollen. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn das Flugzeug angreifen? Das ist natürlich die Frage. Vorne unten. Ah, er schießt drauf. Wir können auf jeden Fall schon mal drauf schießen. Luft. Luft ist auch an. Und da ist Luft auch an. Okay. Okay, wir haben schon ein Geschütz vor uns. Das ist ein Panzer! Scheiße, ist noch viel schlimmer! Oh Mann, Alter. Okay, ich muss jetzt die Geschütze abwechselnd draufschießen lassen. Ich muss in einen anderen Winkel. Der schießt auch schneller. Feuer! Oh, verdammter Stacheldraht. Also seht ihr schon mal das erste, was mich ziemlich gestört hat. Also man bleibt an allem hängen und es dauert 10 Jahre, über so ein Stacheldraht zu fahren mit dem Panzer. Und wenn die Panzer aufeinander schießen, das klingt halt, als wenn sie mit Nerfguns aufeinander schießen. Jetzt lassen wir ihn nochmal schießen. So, und jetzt drehen wir für die andere Kanone. Wieder die andere Kanone. Man kann auch selbst einsteigen. Und schießen. Aber da fehlt das Bumm! Ja, hinter den Kanonen. Oh, das ist die erste Explosion. Das sieht gut aus. Das ist nichts gegen einzusetzen. So, jetzt brauchen wir mal... Wo Heilung ist noch nicht so schlimm. Die Musik kann ich leider nicht ausstellen.
Vielleicht kriegen wir den Manfred von Richthofen noch. Wir werden beschossen. Ich kann nicht sagen, von wo. Auf jeden Fall Infanterie zu linken. Ich guck mal, ob ich den irgendwie... Den kann ich nichts geben. Nee, du musst mal... Man kann auch automatisch Schuss wechseln, aber... Schießt du mal weiter auf die Infanterie da mit HE-Munition. Mist. Komm schon. Was ist das für ein Maschinengewehr? Gibt's doch nicht. Gucken, wir werden auf jeden Fall von da beschossen. Wir müssen sehr langsam vorgehen. Immer von Reichweite kämpfen. Ah, ist ja Panzerdingens. Hopp, bloß ab, ihr Lappen. Wir müssen mal nachladen gleich. Guck mal, da wird auch rechts wird auch geschossen. Überall Infanterie. Hier nachladen. Nebelwerfer links, Nebelwerfer rechts. Schnellfeuer. Erstmal nachladen hier, Leute. Vorne ist irgendwo eine Kanone. Müssen wir unbedingt kriegen. Da oben ist sie. Ah. Oh, du kriegst sie. Kriegst sie. Boom! Ja, fast! Okay, so bleiben erstmal. Oh Mann, kaum zu sehen. Ja, kaum zu sehen. Er schießt auch über uns drüber. Ja, alle Mann, feuern in alle Richtungen! Komm schon, du kriegst ihn, hol ihn dir. Müssen jetzt mal die Stellung halten. Ja, sehr schön. So, pass auf, wir haben ja auch Artillerie eigentlich. Wir gucken mal, was wir alles haben. Die Laufmasse. Artillerierauch, kleines Angebot. Mörser HE. Da oben drauf, da ist eine Sandsäcke. Geil. Da. Geil. Oh, geil, wir haben den Bunker getroffen. Oh, da ist alles ausradiert. Sehr schön. So, wir können noch heilen. Müssen mal gucken. Bleiben wir auf HE. Oh, der wird immer noch bombardiert. Nochmal Infanterie. Okay, wir gehen weiterfahren. Boom. So. Maschinengewehr. Ah, jetzt. Wo waren denn diese Minen? Das war nicht hier, ne? Die sind immer bei den Sandsäcken, da muss man aufpassen. Zerstöre Luft. Erfolg. Zerstöre 10 an Dingensminen. Greife an Punkt A und B. Hier ist Punkt... Hier ist Punkt B. Da holen wir hier gerade das Dingensbums. Komm schon. Ja, fahr einfach drüber, komm schon. Ah, dankeschön. Vielleicht nimmst du einen, sehr schön. Okay, 22 Minuten. Wann kommt denn die Infanterie von uns? In 7 Minuten irgendwas.
Jetzt haben wir noch mehr Kommandopunkte. Jetzt müssen wir noch Punkt A nehmen. Das ist woanders. Man kann auch hier schneller drehen mit der Fähigkeit. Das ist mal cool. Man kann fahren, ohne dass irgendwie Nebel links. So, falls wir beschossen werden und uns zurückziehen wollen. Haben doch noch ein paar überlebt hier. Werden mit Granaten geworfen, die Schweine. Nimm das, Bunker. Haha, das waren einige. Brauchen Infanterie zum Capturen, weil da schon andere sind wahrscheinlich, oder? Weil B hat funktioniert. Da ist es. Das müssen wir kaputt machen. Viel haben wir nicht mehr. Oh, das sind Anti-Tank-Minen, richtig? Da müssen wir aufpassen. Wie viel Munition habe ich denn noch? Ich kann aber auch, glaube ich, mit Maschinengewehr draufschießen. Ratter, 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 ratter. Hier irgendwo, kommt schon. Noch eine. Die Penner. AT-Minen. Komm schon. Da sind noch welche. Schon mal ein bisschen aus der Reichweite. Ein Munitionsding ist leer. Das sind Infanterie-Minen. Da. Da sind noch welche. Überall AT-Minen. Guck mal, überall. Sehe ich das falsch? Warum müsste man alles nachladen, wenn ich dran bin? Ah, da, das ist eine AT-Mine. Anti-Tank halt. Oh Mann. Ja, schießt hier mal ihr Lappen. Auch einen blöden Gewehren. Noch 4 Minuten. Komm schon. Da ist noch eine vor uns. Da und da und da. Das habe ich auch im Tutorial gesehen. Ne, wo war das? In der ersten Kampagnenmission muss man fast die erste halbe Stunde nichts anderes machen. Okay, so viel dazu. Es fehlt jetzt so ein bisschen der Pep in dem Spiel. Es muss alles irgendwie schneller gehen. Doppelt so schnell. Finde ich. Aber das kann dann alles noch kommen. Ich denke mal, der Early Access wird... Das wird das Hauptmerkmal wahrscheinlich sein in diesem Spiel, ist, als das als 10 Jahre dauert. Ich meine, es ist der Erste Weltkrieg. Die Panzer waren wirklich Prüll. Aber Revolution zu der Zeit. Evolution. Genau, schießt mal weiter. Trotzdem nochmal Munition holen. Ich hab's immer noch nicht geschafft. Immer noch AT-Mine irgendwo. Oh, das war eine. Scheiße. Ich hab noch hinten das Maschinengewehr. Wir gehen jetzt mal nach hinten. Kommt noch welche vor uns, das gibt's doch nicht. Da ist noch eine. Ich schaff das schon. Das gibt's doch nicht. Oh, wir brennen! Barrieren! Der Motor ist hinüber. Da müssen wir so Stellung halten. Desmond geht ins Geschütz. Auf. Wir holen jetzt mal hier. Was haben wir denn übrig? Volle Kanne, Hoshi. Gib ihm Saures. Oh yeah. Kommt den Hügel weg. So, Ernest. Haben wir die AT-Minen? Da ist noch eine.
Ich schaff das. Glaubt an mich. Yeah. Und es hat nicht gereicht. Die Frage, wo noch mehr sind. Oder wir scheißen drauf. Ist mir jetzt auch egal. Angriff! Ernest, komm hier nach vorne. Das ist ein Name, ne? Ernest. Komm, Ernest! Ernest Hemingway. Ist einer tot? Ne, der William ist da. So, hoch da. Oh, wir bleiben noch hier. Wir brauchen nämlich das Zeug. Woo! Da oben noch Infanterie. Guter Schuss! Brauchen Infanterie to capture. Ja, keine Sorge. Mach sie weg! Yeah! Macht schon Spaß. So ist nicht, aber es ist halt ein bisschen träge alles. Oh Scheiße, das gibt's ja nicht. Ist am Feuer löschen? Es fehlt an der linken Seite Maschinengewehr, aber wir schießen schon in alle Richtungen. Alter, mal geh schießen. Wir halten die Stellung hier, komm mal was Walle! Feuer! Alle Mann! Okay, alle Mann. Geh nochmal auf den Fahrersitz. Hier lebt doch keiner mehr, oder? Es sind noch 4 AT-Minen übrig. Aber die habe ich nicht gefunden. Ich meine, irgendwas kommt doch jetzt gleich noch. Kommandopunkte 200. Okay, das geht auch voll. Mann, das könnte im Multiplayer sogar Spaß. Also ich glaube, im Multiplayer, dieser Panzerkampf, da müssten dann andere Crews drin sitzen und dann so, pschuh, bum, peng. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Das ist nochmal Munition. Wir haben hier eine schöne Position. Bräuchte eigentlich nochmal irgendwie einen Abwurf. Okay, das lädt auf. Wir könnten da einfahren. Wir haben noch keine Minute mehr. Kommandant, die tapfere Infanterie rüstet sich gerade auf. Viel Glück, meine Herren. Die Grabenpfeife. Noch mehr Panzerminen. Vielleicht muss ich einfach insgesamt die Panzerminen wegmachen. Ich kann auch den ganzen Stacheldraht wegmachen für die Infanterie, damit die auch durch können. Oh, scheiße. Oh, hinter uns kommt die gegnerische Infanterie. Und wo ist unsere? Das sind unsere! Wir drehen kurz um. So. Einmal. Boah, geil, da kommen sie. Los, William! Schnellfeuer. Los geht's. Bin ich jetzt über eine Antipanzermine gefahren? Nee. Los, Männer! Man kann auch so spielen. Guck mal, die laufen mit Maschinengewehren in den Händen los. Genau wie bei Battlefield 1 von EA Games. Im Ersten Weltkrieg hatten alle Maschinengewehre in den Händen. Genauso wird Geschichte vermittelt. Aber warum haben die in den Filmen denn immer alle nur Gewehre? So war es doch gar nicht. Die hatten doch Metallmasken an und sind mit Maschinengewehren in der Hand rumgelaufen. Die so schwer waren, dass man die gar nicht alleine tragen konnte eigentlich. So, hier nehmen wir jetzt ein. Brauche Infanterie zu Capture. Ja, kommt hoch! Männer! Sehr schön. Okay. Ich frage, ob ich über den Graben drüber komme. Na, endlich.
Haben wir irgendwo einen Panzer? Wer schießt denn da? Scharfschützengewehr. Ja, dafür ist er natürlich gut. Vorwärts! Mannen und Maninen! Oh yeah, schnell Feuer! Falkenauge! Okay, nachladen. Oh oh. Schneller, schneller! Ha! Schöner Schuss. Hinten gehen. Panzer. Kann uns aber nicht sehen, glaube ich. Oh, schade, ich dachte, ich treffe den. Er kommt da, er versucht's. Okay, pass auf. Alle mal, los! Geh ans Artillerie-Dingens. Oh Scheiße, jetzt wird's kritisch, ladies and gentlemen. Oh yeah, der Mörser trifft richtig gut. Oh, er ist down! Das war sehr gut. Aber wo ist unsere Infanterie? Da sind sie! Wir nehmen es ein! Nicht sterben! Ich hänge an diesen blöden Schienen fest. Es ist nur einer, der es einnehmen kann. Komm schon! Ah, ich glaube nicht, dass das... Kommt noch eine Welle. Ach so. Dann haben wir es jetzt. Bam, bam, bam. Also wenn man einmal eine Runde kapiert hat und wie das funktioniert, geht es eigentlich. Aber es braucht ein bisschen mehr Pip. Ja, wenn dann das hier Panzer ist, dann muss das bam, bam gehen und dann busch und dann krass und eine Explosion und krass. Wisst ihr? So ungefähr. So. Gehen die Punkte voll. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ihr nehmt euch scheiß Crowds. Komm, wir gucken mal nach Artillerie nochmal für den erfolgreichen. Da können wir mal Artillerie rauch. Wenn's keiner sieht. Boah, da kommt noch mehr Infanterie. Wir haben jetzt gewonnen, ne? Oder was ist hier los? So, 11 Sekunden. Wir hatten hier oben die Stellung. Ich habe mal die Minen zerstört, aber... Guck mal, was jetzt passiert. Da kam noch ein Panzer, Geschütze und so. Aber wir haben Stand gehalten. Ah. Ergebnis 1400 zu 500. Ich glaube, es hätte vorher aufhören müssen. Ja, Early Access. Man weiß ja nie, wie viel gemacht wird bei einem Early Access. Deswegen, gebe ich dem Spiel noch eine Chance? Ich würde gerne wissen, ob die daran noch viel machen, was Effekte angeht oder so. Das Grundprinzip von Spiel ist super. Also es macht ja Spaß, aber viele Aspekte sind viel zu träge. Ja? Ich habe eigentlich nichts dagegen, dass es so lange dauert, wenn man durch den Stacheldraht fährt. Das ist ja eigentlich, soll es ja hinderlich sein. Wir werden es sehen. Leute, hat es euch gefallen? Werdet ihr euch das Spiel tun oder nicht? Habt ihr es schon selbst gespielt? Bitte in die Kommentare. Wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Videos. Und das war's von mir. Bis dahin. Haut rein, Leute.